Radio und Fernsehen selber machen. Das können Sie in der Medienwerkstatt Linz. Die Beiträge der regionalen Filmemacherinnen und Filmemacher sowie Ausschnitte interessanter Vorträge aus dem Wissensturm sehen Sie in unserer Sendung Einblick. Das detaillierte Programm finden Sie im Internet unter www.medienwerkstatt-linz.at. Wir wünschen Ihnen eine gute Unterhaltung. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, willkommen zu einem Beitrag der 3BHETM aus der HTL Leonding im Zuge einer Medienwerkstattproduktion. Heute interviewen wir einige Personen, die auf der Straße unterwegs sind und fragen sie so, was für sie zu Silvester machen und was so der Brauchtum zu Silvester eigentlich ist. Viel Spaß dabei! Ich mit meiner Schwester ganz alleine, wir sind beide Witwen geworden. Wir sind zu Hause und machen es uns so gemütlich wie möglich. Vielleicht am Fernsehen, das nettes Programm ist. Und dann nach 12 Uhr ins Bett gehen. Zu Hause, mit den Kindern und dem Mann. Ja, wir treffen uns mit Freunden. Dann gehen wir am Daumenmarkt. Später gehen wir dann am Hauptplatz. Schauen wir uns die ganzen Lichtershow da an. Die Krocherei machen wir sie an. Dann kurz nach Mitternacht werden wir dann nach Hause gehen. Und da trinken wir noch ein bisschen was. Naja, verwenden tue ich prinzipiell gar kein, weil wir Haustiere haben und ist immer sehr verschreckt sind. Und durch das gehen wir es eher ruhiger und nehmen vom Feuerwerkskörper ganz Abstand. Dementsprechend halten Sie nichts von selbstgemachten Feuerwerkskörper? Von denen halte ich schon gar nichts, sage ich. Weil das weit gefährlich ist und man sieht immer wieder, was da passieren kann und was für schreckliche Verletzungen da herrühren können. Ja. Ich kenne mich damit gar nicht aus. Okay, also nur zuschauen? Ja. Also ich finde es geil. Es ist ein gefährlich, aber es ist auch gar nicht. Also schießt ihr welche selber? Ja. Und von selbstgemachten? Baut ihr auch welche selber? Nein, eigentlich nicht. Haben wir mal gemacht, haben wir aber nicht mehr. Naja, auch Rauchbomben. Aber die ist nicht gefährlich. Das Rauchen habe ich schon lange aufgehört. Also es ist der alte Schmäh, dass man sagt am ersten, dass man einen neuen Vorsatz hat zum Rauchen. Ja. Eigentlich abnehmen möchte, sonst gar nichts. Sonst fühle ich mich wohl und rundum glücklich. Nachdem ich es nie einhalte, habe ich auch gar keine mehr. Ja, die Neujahrsvorsätze, die sind immer die alten vom vorigen Jahr. Vielleicht ein bisschen weniger essen und naja, die guten Abnehmer ist auch so ein Thema. Aber im Großen und Ganzen gesund bleiben und das sind so die wichtigsten Sachen. Nun sind wir auch bereits am Ende unseres kurzen Medienbeitrages angelangt. Wir sind Schüler der 3BHETM, der HTL Leonding und wir machen diese kurze Sendung im Zuge einer Medienproduktion für die Medienwerkstatt. Ich hoffe, Ihnen hat diese kurze Sendung gefallen und schalten Sie auch auf jeden Fall ein anderes Mal wieder ein, wenn eine andere Gruppe etwas macht oder vielleicht auch unsere Kollegen aus der Schule. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Thank you.
Für Schulklassen haben wir ein ganz besonderes Angebot. Und zwar kostenlose eintägige Radio- und TV-Workshops. Nach einer kurzen technischen Einschulung wird von den Schülerinnen und Schülern eine Straßenbefragung zu einem jugendrelevanten Thema durchgeführt. Der folgende Beitrag ist an einem solchen TV-Schnuppertag entstanden. Sind Sie Veganer? Ja, ich bin Veganer. Ja. Wie lange sind Sie Veganer? Vegan bin ich jetzt schon 11 Jahre und also in den vegetarischen Schritt habe ich vor 15 Jahren gemacht. Ja. Können Sie aus Ihrer Sicht ganz kurz zusammenfassen, was vegan für Sie ausmacht? Vegan macht für mich aus, dass man Nahrung zu sich nimmt, was nichts mit Tieren, also keine Tierprodukte enthalten. Bei mir ist das auch nur weiter. Also ich schaue bei der Kleidung, dass ich keine Tierprodukte habe, also keine Lederprodukte und so. Das macht eigentlich für mich den Hauptgrund vom Veganen aus. Ja. Also was halten Sie grundsätzlich von veganer Ernährung? Für mich persönlich ist es zu einseitig, bin aber auch zu wenig darüber informiert. Grundsätzlich finde ich es nicht schlecht, aber man kann das sicher auch übertreiben. Ehrlich gesagt halte ich es auch nicht wirklich viel davon, weil der Mensch isst alles, wenn er es mit Maß und Ziel isst, dann kann weder Fleisch schlecht sein und das andere, wenn ich nur vegan, habe ich irgendwann einmal eine Mangelgeschichte. Das ist einfach meine persönliche Einstellung dazu. Von wirklich veganer Ernährung glaube ich, dass nicht wirklich alles abgedeckt wird. Also ich glaube jetzt nicht, dass es so ganz, ganz gesund ist. Vegetarisch würde ich sagen, ja, vegan glaube ich einfach, dass ein paar Sachen fehlen, ein paar Nährstoffe fehlen, ein paar Vitamine fehlen, Mineralstoffe, irgend so, ja. Mein Zugang ist ein rein ethischer eigentlich, weil ich einfach gegen Tierausbeutung bin. Ja. Der gesundheitliche Aspekt ist vielleicht ein positiver Nebeneffekt, aber mein Zugang ist der ethische. Was war der Anlass, dass Sie angefangen haben, sich vegan zu ernähren? Ich habe mich angefangen mit Tierrechten auseinandersetzen. Ja. Tiere waren mir eigentlich immer schon wichtig, schon als Kind. Ja. Und ja, aber man wächst halt so auf. In diesem System, ja, alles ist normal, Händel ist normal, Schnitzel ist normal. Und irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich das hinterfragt habe, Schlachthäuser und so, ja, und der Materie ein bisschen mehr intensiv auseinandergesetzt. Und dann habe ich irgendwann für mich entschieden, eigentlich für das, dass ich Tiere so gern mag, ja, kann es mit mir nicht mehr vereinbaren, dass sie wegen mir umgebracht werden, ja. Das war der Schritt ins Vegetarische, ja. Und habe mich nachher weiterhin mit Tierschutz und Tierrechte auseinandergesetzt und bin da natürlich auf ganz viele andere Sachen draufgekommen, wie Milchwirtschaft funktioniert, ja, was eine Milchkuh an Leiden durchmacht und so. Und dann habe ich irgendwann auch den Schritt ins Vegane gemacht, ja, weil ich einfach mit dem Tierleid nichts mehr zu tun haben wollte, ja, oder das nicht unterstützen wollte mit meinem Konsumverhalten. Was verstehen Sie grundsätzlich unter veganer Ernährung? Was ich unter veganer Ernährung keine tierischen Produkte, also auch kein Eiweiß, kein Käse, kein Milch, rein pflanzlich eigentlich, ja. Na, ich bin der Freund der ausgewogenen Ernährung, da gehört einfach Fleisch dazu und so einen nachhaltigen Betrieb ist auch der Umweltschutz sicherlich nicht so letzt gekommen. Was für mich auch früher schon ein Problem war bei den Fastfood-Geschichten, der ganze Müll, ja, der was entsteht. Becher, Papier, Gabeln, Löffel, ja. Da habe ich mich auch sehr angestrengt und habe jetzt eine Lösung gefunden, dass alles, was bei mir über den Ladentisch geht, also Becher, Papier, alles, wo die Burger einpackt sein,
die Kartons für die Pommes-Tüten, das ist bei mir alles kompostierbar, also es kommt alles in den Biomüll. Bei mir gibt es nicht einmal einen Restmüll oder einen Recyclingmüll für den Kunden, bei mir gibt es nur Biomüll. Also es wird Kompost draus gemacht, da wächst wieder was draus und das kann man nachher wieder zu Lebensmitteln verarbeiten. Glauben Sie, würden Sie selber das einen Monat lang schaffen, sich vegan zu ernähren? Definitiv nein. Die Möglichkeit hätte ich, könnte ich immer machen, ich habe es bis jetzt noch nie probiert. Glauben Sie, würden Sie es einen Monat lang schaffen, vegan essen? Ich schaffe alles, also ich bin nicht ein hundertprozentiger Nichtraucher, ich habe einmal geraucht. Ich trinke Alkohol, wann ich will, also wenn ich einmal einen Tag oder zwei kann. Ich trinke mehr Bier, ich trinke auch sogar einen Schnaps. Ja. Aber wie gesagt, alles mit Maß und Ziel. Es geht nicht um das, was ich esse und trinke, sondern wie viel ich esse und trinke. Das ist meine persönliche Meinung. Möchten auch Sie Radio- und Fernsehbeiträge selber gestalten? Wir bieten laufend Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene an. Informationen dazu finden Sie im Internet unter www.medienwerkstatt-linz.at. Ja, meine Damen und Herren, ich darf Ihnen heute einen Herrn vorstellen, und zwar den Herrn Andreas Grein. Er ist aktives Mitglied im Verein zur Gründung und Förderung einer demokratischen Bank. Also, hört sich ganz gut an. Ja, Herr Grein, was darf ich darunter da verstehen? Um was geht's da? Es geht darum, dass wir in Österreich eine Alternative am Bankensektor anbieten wollen. Und der Grund dafür war die Finanzkrise 2008, 2009 unter deren Auswirkungen wir heute direkt oder indirekt noch zu leiden haben. Und einige Personen sich gedacht haben, es ist notwendig, eine Alternative zu bieten und mit der Gründung einer Bank begonnen haben. Als kleinen Vorspann, der Reinhard von unserer Attackgruppe hat einen Kabarettisten aus Deutschland passend zum heutigen Thema kurzes Intro für uns vorbereitet. Apropos Terroristen, kommen wir zum Geld. Die folgende Geschichte heißt ursprüngliche Akkumulation. Wir stehen am Hauptbahnhof. Das Känguru muss mal. Nach einer Minute kommt das Känguru zurück. Ist dir klar, dass die meisten Krisentheorien des Kapitalismus, die den baldigen Zusammenbruch vorhersagen, daran kranken, dass sie unterschätzen, wie viele einst wertfreie Bereiche des gesellschaftlichen Zusammenlebens noch der kapitalistischen Verwertungskette anheimfallen können, um solchermaßen die Krisentendenzen durch eine quasi erneute ursprüngliche Akkumulation abzuschwächen? Fragt das Känguru. Ich seufze. Brauchst du Geld fürs Klo? Frage ich. Ich sehe, wir verstehen uns. Ja, Herr Grein, warum machen Sie eigentlich so eine Veranstaltung, wie wir es heute da in Gallneukirchen miterlebt haben? Ja, es ist mir ein Anliegen, dass ich einen Beitrag leiste zur Veränderung. Ich glaube, es ist notwendig, dass man Alternativen schafft. Danke, dass Sie heute alle da sind. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu meinem Vortrag, in dem ich Sie informieren möchte über die Beweggründe für die Bank, die hoffentlich sehr große Resonanz finden, darüber informieren, was unterscheidet jetzt die Bank für Gemeinwohl oder wird sie unterscheiden von anderen Banken, was sind die Zielsetzungen und Visionen und dann auch darauf eingehen, wie ist die Organisation aufgestellt, ganze Projektabwicklung bzw. der aktuelle Stand der Umsetzung des Projekts, was sind die nächsten Meilensteine etc. Was
unsere Bank, die Bank für Gemeinwohl, wenn sie gegründet ist, ganz wesentlich von anderen Banken unterscheiden soll, ist, dass wir auf Spekulation verzichten werden. Eine Bank ist wie ein Friseur. Man geht hinein und verlangt, einmal waschen und anlegen, bitte. Ja, wie sollen wir das Geld denn anlegen, fragt der Bankberater. Machen Sie das Portfolio ruhig, so wie ich meine Steaks mag, sagt das Känguru. Ah, sagt der Mann, well done. Nein, sagt das Känguru, blutig. Ja, ich glaube, das Känguru, sofern es das ernst gemeint hat, wird bei uns nicht glücklich werden und kann sich den Weg sparen. Es ist mir gelungen, einige Gelder vor der Steuer zu retten und in meine private Tasche umzuleiten. Ach, ganz prima, sagt der Mann. Dass die Bank keine Veranlagungen in ethisch fragwürdige Geschäfte tätigen wird, dass eine hohe Partizipation der Mitglieder in der Genossenschaft, die Eigentümerin der Bank wird, eine hohe Partizipation der Genossenschafter gewährleistet ist und auch die Kunden mitbestimmen dürfen, wohin ihr Geld fließt. Und das heißt, in erster Linie möchten wir das Gemeinwohl und die Realwirtschaft fördern. Sie verstehen mich schon, sagt das Känguru. Geld arbeitet nicht, Menschen arbeiten. Und je größer die Ausbeutung, desto größer die Rendite, das ist doch klar. Jetzt sind wir in der Phase, wo wir die Kampagne vorbereiten. Das Kapitalmarktprospekt ist 80.000 Euro groß, ist finanziert und fast fertig. Und wenn die IT-Lösungen stehen, werden wir mit der Öffentlichkeitsarbeit beginnen. Und dann ist es das Ziel, sobald wir 6 Millionen Euro eingesammelt haben im Projekt, werden wir zur FMA gehen. Auch in Europa starkes Wachstum. Weltweit gibt es 25 Nachhaltigkeitsbanken und die haben auch eine solide oder weisen eine sehr hohe Bilanzsumme vor. Und das macht uns natürlich zuversichtlich, dass auch diese Bank getragen wird oder angenommen wird. Und etablierte Banken gehen auch immer stärker in die Richtung, wie die Raiffeisen Lech, die ja gemeinwohlbilanziert ist. Es geht einfach darum, dass werden marktwirtschaftliche Zinsen natürlich einmal veranschlagt werden, das ist ganz klar, weil ohne dem geht es nicht. Und dann wird es eher Abschläge geben, wie Aufschläge für das, je gemeinwohlorientierter ein Kreditwerber ist. Wir kommen an der Marktwirtschaft nicht herum, weil wir natürlich als Bank auch einen Gewinn erwirtschaften müssen, damit wir die Auflagen der FMA erfüllen. Und dann gibt es natürlich, je gemeinwohlorientierter ein Projekt ist, umso geringer werden dann die Kosten sein. Ne? Und das Fernziel ist natürlich nicht Zinsen im eigentlichen Sinn zu verlangen, sondern einfach Spesen. Und dann werden Zinsen automatisch kein Thema mehr sein. Ja, wenn wir jetzt von Unterstützung geredet haben, wie kann man das jetzt unterstützen, dass so eine Bank sozusagen auf soliden Beinen gegründet wird? Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen im Verein Mitglied werden, der die Entstehung fördert und die Gründung unterstützt. Zum anderen durch Spenden, weil ja, Geld spielt auch in der Gründung eine Rolle. Es sind sehr viele ehrenamtliche oder fast ausschließlich ehrenamtliche Mitarbeiter. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben gehört, das ist ganz was Besonderes. Jetzt sind wir gespannt, was aus der Bank wird. Und das, was ich heute in dem Vortrag gehört habe und was wir jetzt da so noch im Interview gemacht haben, ich denke mir, das ist wirklich ein Überleger wert, ob wir nicht wirklich so eine Bank unterstützen. Dankeschön. Okay. Gut, super. Gut, das war's. Ich heiße Sie und euch alle recht herzlich willkommen zu einer besonderen Stadtführung. Diese Stadtführung wird veranstaltet im Rahmen der Aktionswoche, österreichweiten Aktionswoche gegen Armut und soziale Ausgrenzung. Und diese Stadtführung wird veranstaltet vom Armutsnetzwerk Oberösterreich. Ja, wenn wir rundum schauen, das triste Wetter passt zum Thema, zum tristen Thema. Wir besuchen 6 Stationen, die exemplarisch stehen für Einrichtungen, wo armutsbetroffene Menschen Erfahrungen von Ausgrenzung machen, die für ein bestimmtes Thema stehen. Es sind 6 Stationen
und dazu wird es jeweils Informationen auch geben. Ich möchte vorwegschicken, dass uns wichtig ist zu betonen, nicht die konkrete Einrichtung ist Ziel unserer Anmerkungen oder Kritik, sondern es geht uns um einen symbolischen Ort und es geht uns darum, aufzuzeigen, Lücken im System gibt es, die Menschen, die arm sind, die zu wenig Einkommen haben, dass die eben diese Erfahrungen von Ausgrenzungen machen. Armut ist sozusagen einmal gekennzeichnet durch wenig Geld zu haben, hat aber enorme Auswirkungen auf die Psyche und auf das konkrete Leben der Menschen. Und auf diese Folgen wollen wir aufmerksam machen. Wir sind jetzt bei der ersten Station, dem Landhaus. Das ehemalige Klostergebäude wurde 1563 den Landständen als Landhaus überlassen und ist bis heute Mittelpunkt des landespolitischen Geschehens. Dort kommt der Oberösterreichische Landtag zusammen, 56 Abgeordnete aus den Parteien ÖVP, SPÖ, FPÖ und die Grünen beschließen dort die Landesgesetze. Jüngst wurde auch die Mindestsicherungsnovelle verabschiedet, inklusive des strittigen Punktes, dass durch einen verminderten Mindeststandard sowohl Familienbeihilfe als auch Kinderabsetzbetrag angerechnet werden. Mehrere Sozialeinrichtungen haben eine Stellungnahme zum Entwurf abgegeben, in der sie fordern, diese Ungerechtigkeit zu ändern. Von der geplanten Regelung sind aktuell ca. 330 volljährige Menschen mit Beeinträchtigungen betroffen. Sie erhalten nun weniger Mindestsicherung und müssen die erhöhte Familienbeihilfe für den Lebensunterhalt heranziehen. Der durch die Beeinträchtigung verursachte Mehraufwand wird nun nicht mehr abgedeckt. Wenn es um Armut geht, liegt die Macht der Deutung oft in Händen Nicht-Betroffener, wie Journalistinnen, Wissenschaftlerinnen, Beamtinnen und Politikerinnen. Armutsbetroffene bleiben oft unsichtbar. Dem wirkt die Plattform Sichtbarwerden entgegen. Seit 2006 treffen sich österreichweit Erwerbsarbeitslose, psychisch Erkrankte, Menschen mit Beeinträchtigung, Alleinerzieherinnen und Migrantinnen zum Austausch über Erfahrungen, Anliegen, Strategie gegen Armut und soziale Ausgrenzung und formulieren Lösungsansätze. Denn die Partizipation Betroffener ist für wirksame Armutsbekämpfung unverzichtbar. Sie ist auch vielschichtig und reicht vom Theaterprojekt bis zur Straßenzeitung. Selbstorganisation ist allerdings schwierig. Ihr größter Feind ist die Scham, die viele Betroffene erleben. Wer armutsbetroffene Menschen als Sozialschmarotzer beschämt, will sie wehrlos halten, entsolidarisieren und spalten. Danke. Es geschieht schon etwas, aber es ist zu wenig. Manche der Parteien, manche der Politikerinnen wissen, wie es Armutsbetroffenen geht, aber leider kommen sie in der politischen Gesetzwerdung, Umsetzung noch viel zu wenig vor. Die zweite Station ist die Station Sparkasse. Die Fassade des 1886 bis 1892 errichteten Gebäudes der Sparkasse zeigt die Merkmale eines repräsentativen Neubarockbaus der Gründerzeit. Es gehört zu den gesteinskundlich interessanten Bauten der Linzer Promenade. Die für diese Zeit übliche, besonders reiche Fassadendekoration ist zum Großteil in Naturstein, dem Leiterkalk, ausgeführt worden. Vom Sparbuch über das Aktienportfolio bis zu den Immobilien. Banken verwalten Wohlstand und Schulden. Einen Kredit zu haben, lässt noch keine Rückschlüsse über das Vermögen zu, denn auch Reiche haben Schulden. Armutsbetroffene bauen mit fremdem Geld allerdings kein Haus, sondern stottern eine neue Waschmaschine oder Energienachzahlungen ab. Seit der Finanzkrise 2008 benötigen auffallend viele Menschen Kredite oder Kontoüberziehungen zur vorübergehenden Deckung des Lebensbedarfs.
Jeder zehnte Haushalt hat mittlerweile massive Schuldenprobleme oder steht unmittelbar davor. Der Hälfte der mehrfach ausgrenzungsgefährdeten Armutsbetroffenen ist es nicht einmal möglich, wenigstens 15 Euro pro Monat zur Seite zu legen. Das sind rund 200.000 Menschen. Zehntausenden wurden von Banken ihr Girokonto gesperrt bzw. die Eröffnung eines Kontos verweigert. Für Betroffene ist das doppelt so schlimm. Sie zahlen hohe Spesen bei Zahlscheinüberweisungen und haben massive Probleme am Arbeitsmarkt. Die reichsten 10% der Österreicherinnen besitzen 69% des Gesamtvermögens. Je vermögender Haushalte sind, desto häufiger haben sie auch schon etwas geerbt. Bei den Erben liegt der Mittelwert des Nettovermögens fast dreimal so hoch wie bei Nichterben. Mit ehrlicher Arbeit reich zu werden, wird also immer schwieriger. Denn auch Vermögen wächst mittlerweile schneller als das Wirtschaftswachstum. So kann die soziale Kluft nicht kleiner werden. Die Armen erben die Chancenlosigkeit, Reiche die Privilegien. Danke. Im Armutsnetzwerk Oberösterreich bekommen wir auch mit, dass es da und dort Verbesserungen gibt für armutsbetroffene Menschen. An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass mit Hilfe der Sparkasse eine sogenannte zweite Sparkasse gegründet worden ist, in der es auch möglich ist, dass Menschen ohne geregelten Einkommen, auch ohne Wohnsitz vielleicht, nur mit einem Meldezettel, ein Girokonto haben und somit auch die Möglichkeit haben, ihre Bankgeschäfte zu erledigen. Station Akademisches Gymnasium Linz. Das Akademische Gymnasium Linz wurde 1542 gegründet und ist somit das erste akademische Gymnasium Österreichs sowie eine der ältesten Einrichtungen dieser Art im deutschsprachigen Raum. Der dreigeschossige Bau mit horizontaler Stockwerkgliederung, Säulenportal, Fries und Statuettengruppe über dem Eingangstrakt entspricht dem Stil der Renaissance. Es muss schön sein, hier zur Schule zu gehen. Leider ist das nicht allen möglich, denn obwohl das Gymnasium gratis zugänglich ist, ist eine höhere Schulbildung noch lange nicht für alle erschwinglich. Die soziale Herkunft entscheidet überaus stark den weiteren Lebensweg. Das Haushaltseinkommen bestimmt in Österreich maßgeblich den Bildungsweg der Kinder. 134.000 Kinder und Jugendliche werden als manifest arm bezeichnet. Sie müssen unter bedrückenden Lebensverhältnissen leben, wie in zu kleinen und schimmligen Wohnungen, im Winter in unbeheizten Räumen. Ihre Eltern haben die schlechtesten Jobs, die geringsten Einkommen, die krankmachendsten Tätigkeiten. Die Jugendlichen wohnen in den schlechtesten Vierteln und gehen in die am geringsten ausgestatteten Schulen. Auch deshalb sollen Schulen in sozial benachteiligten Bezirken und Regionen besonders gut ausgestattet werden, damit sie keine Schülerin und keinen Schüler zurücklassen und für alle Einkommensschichten attraktiv bleiben. Schulsysteme, die Risikogruppen möglichst klein halten, bieten allen Kindern bessere Chancen. Armut und soziale Ausgrenzung werden in Österreich in sehr hohem Ausmaße weitervererbt. Wer aus Familien kommt, mit die Armut und soziale Ausgrenzung erfahren haben, ist in hohem Maße selber auch davon betroffen. Und leider wirkt da unser Bildungssystem dieser Mechanik sehr wenig entgegen. Ich habe ein wenig nachdenken müssen, ob es auch zum Bildungssystem positive Erfahrungen oder positive Beiträge gibt. Mir sind da nur eingefallen, es gibt ehrenamtliche sogenannte Lerncafés, die Menschen, die zu Hause keine Möglichkeit haben, den Stoff nachzulernen, die da unterstützt werden. Oder im Bereich der Erwachsenenbildung gibt es die Möglichkeit beim Bildungskonto des Landes Oberösterreich, die Möglichkeit, dass Menschen, die das Geld für die Vorfinanzierung der Kurse nicht haben, bereits vorzeitig die Kurskosten abrechnen und so schneller zu ihrem Geld kommen. Die Linzer Landstraße ist eine der meist frequentierten Einkaufsstraßen Österreichs.
Hier und in den Seitenstraßen laden Geschäfte zum Schaufensterbummel ein, bieten Shoppingpassagen, Konsumgüter und Freizeitangebote für jeden Geschmack. Viele Menschen verbinden mit Armut die Bilder von hungernden Kindern in Krisenregionen der Welt und meinen, dass es in unserer Wohlstandsgesellschaft keine richtigen Armen gibt. Denn Armut ist nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Sie wird verschwiegen und nicht nach außen getragen. In Österreich stünde viel mehr Menschen die bedarfsorientierte Mindestsicherung zu, als wirklich beantragt wird. Auch Armutsbetroffene besitzen Handys und sind nicht in Lumpen gekleidet, aber trotzdem vom Alltagsleben einer Gesellschaft ausgegrenzt, deren Freizeitverhalten eng an Konsum gekoppelt ist. 552.000 Menschen können keine neue Kleidung kaufen. Nur 57% der Kinder, die in Haushalten mit niedrigem Einkommen leben, aber 90% der Kinder aus der höheren Einkommensgruppe üben regelmäßig Freizeitaktivitäten aus, die mit Kosten verbunden sind. Nur die Hälfte der Kinder in Niedrigeinkommenshaushalten kann einmal pro Jahr auf Urlaub fahren. Die Gefahr des sozialen Ausschlusses zeigt sich auch in den geringeren Möglichkeiten, Freunde einzuladen. 22% der Kinder in Niedrigeinkommenshaushalten können das nicht. Feste zu feiern, das sind 10%, und an kostenpflichtigen Schulaktivitäten teilzunehmen, das sind ebenfalls 10%. Armut isoliert also. 796.000 Menschen können Freunde und Verwandte nicht einladen. Dabei ist noch gar nicht die Rede vom Kinobesuch, einem Abendessen im Restaurant oder dem Plausch mit Freundinnen im Kaffeehaus. Auch für soziale Netzwerke gilt das, denn 148.000 Menschen können sich keinen Computer leisten, der weniger Luxusgut als notwendig ist, wie zum Beispiel für Bewerbungen, Schule und Information. 178.000 Menschen haben keinen Internetanschluss. So ein Konsumtempel wird von Menschen, die in tristen Verhältnissen wohnen müssen, gerade auch von Jugendlichen oft auch als Freizeitort oder Aufenthaltsort genutzt, wo es warm ist oder wo man sich auch treffen kann, in den allgemeinen Räumen, ohne konsumieren zu müssen. Ein weiterer Aspekt, der mir beim Nachdenken einfällt, ist, dass es manche Lebensmittelgeschäfte, Ketten gibt, die übrig gebliebene Ware spenden. Da muss ich aber doch anmerken, das ist eher etwas, was mit Almosen zu tun hat, als dass es mit Gerechtigkeit zu tun hat. Die Station Barmherzige Schwestern, Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern. 1841 begann die Tätigkeit der Barmherzigen Schwestern in Linz. 1905 bekamen sie als erstes Ordensspital Oberösterreichs das Öffentlichkeitsrecht. 1945 wird das Spital durch 13 Bombentreffer erheblich beschädigt. In den folgenden Jahrzehnten kommt es zu zahlreichen Sanierungen und Erweiterungen. 2003 wurde mit dem Verbindungsbau zum Krankenhaus Barmherzige Brüder begonnen. Obwohl der Versicherungsschutz in Österreich ein hohes Niveau aufweist, weist die Bevölkerung unter der Armutsgrenze einen dreimal schlechteren Gesundheitszustand auf als Menschen mit hohem Einkommen. Sie haben die schwersten Krankheiten und sind mit der geringsten Lebenserwartung ausgestattet. Armut kränkt zudem die Seele. Armutsbetroffene sind aufgrund affektiver Störungen wie Depression mehr im Spital. Einkommensschwache Personen gehen um 20% seltener zu Fachärzten. Ihnen werden auch durchschnittlich billigere Medikamente verordnet. Selbstbehalte können von ihnen nur schwer finanziert werden. Gerade im ländlichen Bereich sind medizinische Einrichtungen schlecht erreichbar. Die können doch einfach gesünder leben, meinen viele. Aber gesundes Essen oder Sportangebote sind oft teuer. Besonders in Krankenhäusern klagen Armutsbetroffene über respektlose Behandlung und Stigmatisierung. So werden Arbeitslose bereits von der Aufnahmeschwester anders behandelt. Oft wird ihnen vorgeworfen, Schmerzen nur vorzutäuschen. Einschlägige Krankheitsgeschichten werden ohnehin zum Problem. Eine asymmetrische Arzt-Patient-Beziehung
wird durch soziokulturelle Merkmale noch verstärkt. Insbesondere für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen ist der Zugang zu Psychotherapie schwierig. Von der Sozialversicherung wird nur ein Kostenzuschuss gewährt, der meist nur knapp ein Viertel der Gesamtkosten abdecken würde. Daher wird die vom Behandlungsteam empfohlene Psychotherapie oft nicht genutzt. Für Menschen mit höherem Einkommen ist der Zugang leichter möglich. Hier entsteht eine Zwei-Klassen-Medizin. Gerade an dieser Station ist wichtig die Unterscheidung zwischen der Kritik an der Systematik, an den Strukturen, wie sie gerade geschildert wurden, und auch an einem und der Unterscheidung zu dem konkreten Ort, weil gerade auch Ordensspitäler doch auch jene sind, die besonders auch arme und armutsgefährdete Menschen auch schon in früheren Jahren behandelt haben. Heute gilt es da anzumerken, dass in diesen beiden Spitälern, Barmherzige Brüder und Barmherzige Schwestern, auch Menschen ohne Versicherungsschutz behandelt werden, die keine E-Card haben. Das trifft ja nach wie vor auf 1-1,5% der Bevölkerung in Österreich zu. Positiv zu erwähnen an dieser Stelle ist auch, dass die Barmherzigen Schwestern auf der Rückseite von hier aus gesehen das Vinzenzstüberl betreiben, wo es kostenlose Mahlzeiten für wohnungslose, obdachlose Menschen gibt und die dort auch in sozusagen Zugang zu ärztlicher Behandlung haben. Das ist jetzt unsere letzte Station. Und zwar ist es die Station Energie AG Tower. Das sogenannte Power Tower ist seit 2008 die Konzernzentrale der Energie AG. Das Gebäude des Zürcher Architektenduos Weber und Hofer AG ist ein 19-stöckiges Hochhaus mit einer Gesamthöhe von 74 Metern und städtebaulicher Akzent im Bahnhofsviertel. Die Energie AG versorgt 450.000 Kundinnen mit Strom und 5.000 Kundinnen mit Erdgas. Österreichweit war es 268.000 Menschen nicht möglich, ihre Wohnung angemessen warm zu halten. Einkommensschwache bzw. einkommensarme Haushalte müssen notgedrungen einen höheren Anteil ihres Einkommens für lebensnotwendige Dinge wie Wohnen, Nahrung oder auch Energie ausgeben. Steigernde Energie- und Wohnungspreise, niedrige Energieeffizienz von Wohnraum und Geräten zählen zu den Gründen. Die Angst vor Abschaltungen und unerwartete Nachzahlungsforderungen der Energieunternehmen sind eine große Belastungssituation. Die Abschaltung der Energie durch das Energieunternehmen hat für Betroffene weitreichende Folgen. Ebenso erschweren Rückstände und offene Mahngebühren den Wiedereinstieg in eine reguläre Energieversorgung bzw. Konsumation. Oft ist eine Kombination aus Scham, Stress, Überforderung und Nichtwissen bei den Betroffenen die Ursache einer Abschaltung. Betroffene entwickeln verschiedene Bewältigungsstrategien, wie nur einen Raum der Wohnung zu heizen, Temperaturen radikal zu reduzieren bzw. die Beleuchtung einzuschränken, gehört für viele zum Alltag. Ja, vor so einem sehr repräsentativen Gebäude, das sicherlich auch viel Geld gekostet hat, ist sozusagen der Unterschied zwischen Arm und Reich, der uns ja auch immer beschäftigt, deutlich sichtbar. Im letzten Jahr wurde österreichweit begonnen, Strategien zu entwickeln, wie Menschen, die unter Energiearmut leiden, also die ihre Stromrechnung oder Heizungsrechnung, Gasrechnung nicht zahlen können, wie die davor bewahrt werden können, dass letztendlich der Strom abgedreht wird. Da gibt es, und da sind Gespräche begonnen worden, konkrete Ergebnisse sind mir jetzt noch nicht bekannt, mit verschiedenen Energieversorgern, damit die Abschaltung möglichst hinausgezögert werden kann oder dass Menschen, die die Rechnung nicht zahlen können, dann nicht doch auch im Finstern und im Kalten sitzen bleiben. Ja, das war die letzte Station unserer besonderen Stadtführung. Ich danke Ihnen, danke euch allen, dass ihr mitgegangen seid, dass ihr an diesem Wetter getrotzt habt. Und eine Bitte hätte ich
an euch alle zum Schluss. Bitte erzählt von dem, was ihr da gehört habt, was ihr da erlebt habt, die Stationen, von den Überlegungen, von den Kritiken, aber auch positiven Seiten. Erzählt möglichst vielen anderen davon, damit auch viele andere Menschen darüber Bescheid wissen. Es geht, wie Sie ja bereits wissen, um die zerstörte Kultur. Ja, es geht um das jüdische Wien. Was war gewesen? Was ist nicht wieder sichtbar zu machen? Bis 1421 ist die Gemeinde, die jüdische Gemeinde in Wien, auf ungefähr 800 Personen angewachsen. Dann gab es einen Konflikt mit dem damaligen Herzog, dem späteren König Albrecht II., und er ließ die Gemeinde auflösen, auf eine recht brutale Art und Weise. Also von diesen 800 Juden wurden ungefähr 600 in Boote gesetzt, auf die Donau. Ja. Heute nennen wir diesen Arm der Donau den Donaukanal. Das war aber eigentlich die ursprüngliche Donau gewesen. Sie trieben dann ohne Steuer, ohne Ruder die Donau herunter. 200 von den Mitgliedern der Gemeinde, die wurden festgesetzt und wurden dann später auf einem Richtplatz verbrannt. Sehen Sie hier noch diesen Teil der Synagoge, der übrig geblieben ist. Ja, und da können Sie, glaube ich, dann ermessen, wie großmächtig diese Synagoge gewesen ist. Das ist so eine Installation, damit Sie wissen, wie diese Synagoge ausgesehen hat. Diese Säulen zeigen die Originalhöhe der Synagoge an. Und andererseits sind sie eine Reminiszenz an den Salomonischen Tempel in Jerusalem. Von den 200.000 österreichischen Juden 65.000 umgebracht, ja, ermordet in den Konzentrationslagern. So eine Zahl, 65.000, eine Zahl ist eine Zahl. Ja. Wir heutzutage sind gewöhnt, jeden Tag mit Zahlen zu bombardiert werden, und sagt eine Zahl im Grunde genommen gar nichts mehr. Sie sagt nichts aus, sie sagt viel oder wenig, aber eigentlich nichts. Ja? Aber wenn jetzt diese Zahl oder eine Zahl einen Namen bekommt, dann ist das was anderes. Ja? Dann kommt das auf eine andere Ebene. Dann erreicht mich das oder meine Seele viel eher als eine Zahl. Und deshalb werden wir jetzt immer wieder finden auf unserem Weg solche Erinnerungstafeln. Wie gesagt, leider meistens in den Gehsteig eingelassen, weil viele Hausbesitzer weigern sich, ja, diese Erinnerungstafeln an ihrem Haus zu haben. Die weigern sich wahrscheinlich aus gutem Grund, denn viele dieser Häuser sind noch in dem Besitz der Nachkommen der sogenannten Ariseure. Ja. Wissen Sie, was Ariseure waren? Nein. Ne? Gut, das waren diejenigen, die den Juden das Vermögen geraubt haben. Haus und Grundbesitz, Geschäfte und so weiter. Das nannte man dann Arisieren.
Schauen Sie, wie ist das? Die Juden haben sehr bald ihre Wohnung verloren. Ja? Sie wurden, also der Mieterschutz für die Juden wurde aufgehoben. Und dann wurden sie mehr oder weniger konzentriert in kleinen sogenannten Sammelwohnungen hier. Ja? Und sind dann zwangseingewiesen worden und sind dann aus diesen Sammelwohnungen heraus in die Lager gebracht worden. Und zum Beispiel hier in diesem Haus, ja, da haben 41 Juden gewohnt, ja, die da also in kleinen Wohnungen zusammengequetscht worden sind. Und von denen hat einer nur überlebt. Ja. Im Haus dort hier an der Ecke, ja, da hatten 140 Juden gewohnt. Von denen haben, glaube ich, 6 überlebt. Ja. Alle anderen sind gnadenlos umgebracht worden in den Lagern. Viktor Frankl war verheiratet. Er ist zusammen mit den Eltern, seiner Frau und seinem Bruder nach Theresienstadt geschafft worden. Die gesamte Familie ist umgebracht worden. Er hat als einziger überlebt. Er ist von Theresienstadt nach Auschwitz gekommen, von Auschwitz nach Dachau. Und in Dachau wurde er dann befreit. Also Viktor Frankl. Und er war, ist natürlich dann später nicht mehr in dieses Haus gezogen, weil das war zu sehr belastet mit Erinnerung. Es gibt da so eine Geschichte. Früher waren die Hausglocken, die jetzt immer hier so an der außen sind, die waren drinnen. Ja? Und es war so bei den Frankls, schon als er von der Schule kam oder von der Universität früher, hat er immer zweimal, wenn er das Haus betrat, zweimal geläutet. Und dann hat die Mutter gewusst, er kommt nach Hause, hat er immer die Stiegen heruntergeschaut, hallo Mama, hallo Sohn, ja. Das war so ein Ritual. Ne? Und er sagte, nach 1945, als er das erste Mal wieder in diesem Haus war und musste erleben, dass seine Mutter nicht mehr herunterschaute, er sagte, das war der Moment, an dem er begriffen hat, dass er keine Eltern mehr hat. Ja, das war für ihn ein ganz, ganz schwieriger, ganz tragischer Moment gewesen. Gab es damals schon ein Theater, das Theater Reklame hieß es. Das war ein sehr fortschrittliches Theater gewesen und das gab es hier in diesem Teil. Jetzt gibt es hier wieder ein Theater. 1938 wurde das Gebäude als erstes arisiert und man mag es nicht glauben, es ist immer noch in den Händen der Ariseure. Die Praterstraße war früher tatsächlich für Wiener Verhältnisse ein kleiner Broadway. Ja, es gab hier über 40 Theater auf der Praterstraße und in den Nebenstraßen. Thank you.
Und so hat sich eine türkische Gemeinde gehalten hier seit Anfang des 18. Jahrhunderts. Und dieser Tempel war wunderschön. Ich habe sogar ein Bild. Diese Steine hier, ja, die hat es schon gegeben im Jahre 1998. Ja, das war die 60 Jahre Reichspogromnacht, das hat ein Künstler gelegt. Und sie deuten schon so den Weg an, den die Leute nehmen mussten. Denn wir kommen dann jetzt in weiterer Folge bald zur Sperrschule. Ist einer der wirklich traurigsten Orte von ganz Wien. Das war so der letzte Aufenthalt für ungefähr 40.000 Wiener Juden. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass die Menschen dort in diesen Sammelwohnungen zusammengepfercht waren und dann hat man sie aus diesen Wohnungen hierher getrieben. Und zwar ging das folgendermaßen vor sich. Man hat zum Beispiel die Straßen gesperrt, die Praterstraße abgesperrt, ja. Und dann ist die Gestapo, ne, die wurden vorher noch ausgerüstet mit Gewehren und allem drum und dran. Die wurden dann losgejagt auf die Menschen. Man nannte das Ganze Ausheben. Allein dieses Wort schon, bitteschön, Ausheben. Ja, was hebe ich aus? Eine Räuberhöhle, ein Verbrechernest hebe ich aus. Immer wenn man ungefähr 1000 Personen beisammen hatte, wurden sie dann auf Lastwagen, auf offenen Lastwagen und übrigens auch während des Tages, nicht, dass sie denken, das ist in der Nacht geschehen, ja, das hat jeder sehen können, die wurden dann zum S-Bahnhof gebracht im dritten Bezirk und wurden dort in die Züge gepfercht, um in die Vernichtungslager gefahren zu werden. Ne? Vorher wurde ihnen aber das bisschen Gepäck, was sie mitnehmen konnten, das wurde ihnen dann hier abgenommen. Schauen Sie mal, hier ist ein Foto, das hat jemand heimlich aufgenommen. Ja. Das ist dieses Gebäude, ist das hier. Das ist noch, ne, Sie sehen, das wurde genau hier vorne vor diesem Gebäude aufgenommen. Da sehen Sie hier Gestapo-Leute in Uniform oder SS-Leute. Und dann sehen Sie hier Leute in so zivilen Overalls. Ja. Das waren Juden, die wurden von der Gestapo gezwungen, für sie zu arbeiten. So sah sie aus, die polnische Schule. Sie war also zwischen diese beiden Häuser gequetscht, auch sehr lang. Sie ging ganz weit nach hinten heraus. Ja. Auch sie wurde angezündet und wurde verbrannt 1938. Das, was ich Ihnen hier gezeigt habe, das waren immer nur so ganz, ganz kleine Ausschnitte, ja, von diesem, wirklich von dieser jüdischen Kultur, die hier im zweiten Bezirk vorhanden gewesen ist. Ne? Was werden Sie von dem Spaziergang jetzt noch mitnehmen? Es ist
einfach schade, sozusagen, dass die eine Religion bzw. eine Volksgruppe so verfolgt wird aufgrund ihrer Herkunft und religiöse Geschichte. Und ich bin der Meinung, man sollte nicht darauf achten, wo sie herkommen oder welche Religion sie haben, sondern einfach als Mensch sie zu bezeichnen und als Mensch zu behandeln, weil überall wird gesagt, dass die Religion und Herkunft keine Rolle spielt, auch in manchen, in vielen Religionen. Und ja, meiner Meinung nach ist es sehr wichtig, dass man diese Aussage verfolgt und sagt, nein, wir behandeln sie nur als ein Mensch. Ich wandere durch Theresienstadt, das Herz so schwer wie Blei, bis je mein Weg ein Ende hat, bis je mein Weg ein Ende hat, dort knapp an der Bastei, dort knapp an der Bastei. Dort bleib ich auf der Brücke stehen und schau ins Tal hinaus. Ich möchte so gerne weitergehen, ich möchte so gerne weitergehen, ich möchte so gern nach Haus, ich möchte so gern nach Haus. Nach Haus, du wunderbares Wort, du machst das Herz mir schwer. Man nahm mir mein Zuhause fort, man nahm mir mein Zuhause fort. Ich habe keines mehr, ich habe keines mehr. Ich wende mich betrübt und matt, so schwer wird mir dabei. Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, nähere Informationen über die Medienwerkstatt und über unser Kursangebot finden Sie im Internet unter www.medienwerkstatt-linz.at. Vielen Dank fürs Zusehen und auf Wiedersehen bei Einblick.